wir machen mal wieder was Herzhaftes, was ganz, ganz Schnelles. Eine Zucchini-Pizza. Und zwar, ich werde euch diesmal aber die Mengen für eine 26er Springform sagen, obwohl ich eine 18er nehme. Weil ich einfach denke, dass man wahrscheinlich mehr die 26er benutzen wird. Ansonsten einfach die Hälfte diesmal nehmen. Ich habe mit Olivenöl einfach die Springform schon mal ein bisschen eingefettet. Und hier drin haben wir sozusagen unseren Teig. Das sind 400 Gramm geraspelte Zucchini. Dann 90 Gramm Mehl, genau. 3 Eier. Ein Teelöffel Backpulver und etwas Salz. Und ich habe jetzt einfach noch ein Gemüsegewürz dazu gegeben. Das habe ich mir kürzlich mal gekauft. Da ist drin zum Beispiel Tomatenpulver, Liebstöckel, Zwiebel, Knoblauch, Pfeffer, Petersilie, Pastinaken, Lauchkerbel, Dillspitzen, Basilikum etc. pp. Das ist einfach wirklich so ein Gemüsegewürz. Aber ansonsten kann man es ja auch würzen, wie man mag. Und das müssen wir jetzt verrühren. Dann geht es schon ab in den Ofen, deswegen heizt der auch schon gerade auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Und ja, also wirklich, das geht ratzifatzi. Und jetzt müssen wir das erstmal verrühren. Jetzt kommt das Ganze schon in die Form. Den Käse, den habe ich nicht vergessen, der kommt erst später an die Reihe. Ich werde das jetzt relativ schlicht halten. Das heißt, ich werde jetzt nur ein paar Tomaten drauf geben, später natürlich noch den Käse. Aber ansonsten könnt ihr das natürlich auch nach Wunsch belegen. So, ich habe jetzt hier wie gesagt ein paar Tomaten. Dann geht es erstmal ab in den Ofen und der Käse kommt dann einfach zum Schluss noch drauf. Jetzt sind 25 Minuten um. Wenn ihr eine 26er Form nehmt, oh, so nochmal aufschneiden kann, ist auch sein, dass ihr es einfach 5 Minuten länger drin lassen müsst. Und dann kommt halt noch der Käse, den man mag, drauf. Entweder Gouda, ich habe jetzt Gouda oder Emmentaler, je nachdem. Und dann geht es nochmal für ein paar Minuten ab in den Ofen und dann sind wir auch schon fertig. So, das riecht schon so gut, deswegen müssen wir jetzt loslegen und probieren. Und zwar, ihr wisst ja, 25 Minuten war das Ganze jetzt im Ofen ohne den Käse und dann nochmal so 7 Minuten mit Käse. Ich wollte den jetzt diesmal extra nicht so knusprig haben, sondern schön weich. Und jetzt probieren wir mal. Oh, das schmeckt so mega, weil das einfach so schön saftig ist. Also überhaupt nichts Trockenes. Also da braucht man auch wirklich nichts dazu haben. Mega. Und man kann sich halt gut austoben, wie gesagt, mit den Gewürzen, was man dazu gibt. Aber so, ihr seht, bei mir gibt es kein Halten mehr. Es ist wirklich mega saftig. Also da muss man wirklich nicht denken, dass man da irgendwas dazu braucht. Hammer. Und so einfach. Das finde ich halt richtig toll. Ich bin nur am Überlegen, ob man noch in die Springform doch lieber noch ein Backpapier reingibt. Denn so sieht das Ganze dann aus. Also es hat noch etwas gehaftet. Man kann auch gerne, wie gesagt, ein Backpapier reingeben. Dann kann man es noch einfacher anschneiden. Aber vom Geschmack her, man muss es nur ordentlich würzen. Aber sonst
traumhaft. Oder natürlich, klar, man kann natürlich auch noch mehr grundsätzlich dazu geben, wie Paprika, wenn man halt Salami mag, Salami, wie man halt eine normale Pizza auch für sich belegen wird, oder Champignons, oder. Aber ich finde es richtig gut, wenn man den Käse, wie gesagt, nicht so richtig kross werden lässt in dem Falle. Für mich ist es so perfekt und deswegen kann ich nur sagen, bitte, 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 wer die Zutaten allgemein mag, macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!